bin schon sehr früh mit der Orgel und mit Kirchenmusik im weitesten Sinn in Berührung gekommen. Meine Mutter war Sängerin in einem Kirchenchor in meiner Heimat in Osttirol und ich bin mit ihr Sonntag für Sonntag mit auf den Chor hinaufgegangen und war vom Orgelspiel und von dem Zusammenspiel der Orgel mit dem Chor sehr begeistert. Ich hatte dann in meiner Jugend die einmalige Möglichkeit, bei einem sehr guten und bekannten Organisten Unterricht zu nehmen. Das war der Brixner Domorganist Franz Kompleu, der in mir als Jugendlicher die Freude und die Begeisterung für das Instrument geweckt hat und mich animiert hat, den Musikerberuf als Organist und Kirchenmusiker einzuschlagen. Ich habe dann an der Wiener Musikuniversität Orgel und Kirchenmusik studiert und habe darin auch erfahren, dass die Orgel eben nicht nur ein Kircheninstrument ist, sondern auch einmalige Möglichkeiten im Konzert und in der Begleitung oder in Kombination mit anderen Instrumenten ist. Die Möglichkeiten und Klangfarben sind vor allem in der neuen Musik einzigartig und sind für mich auch immer wieder Ansporn, neue Musik zu machen. Das ist mir in meiner Arbeit sehr wichtig, auch neuen Komponisten die Chance, eine Aufführung von Werken zu geben und auch in der Improvisation immer wieder Neues und neue Klangfarben auszuprobieren. Wie eingangs schon erwähnt, die Kombination von Gesang und Orgel ist für mich auch immer sehr wichtig, weil es mir zeigt, dass die Orgel auch ein Instrument ist, was singen soll. Mit ihrer Luft und mit allem soll man danach streben, dass das Instrument zum Leben, zum Klingen gebracht wird. Das ist etwas, wonach ich immer strebe und besonders an historischen Orgeln es mir immer wieder zeigt, was dabei herauskommen kann, wenn einem das ab und zu gelingt. Ich bin nun seit September diesen Jahres als Kirchenmusiker und Organist an der Erzabtei St. Peter in Salzburg beschäftigt. Das ist eine sehr erfüllende Tätigkeit, da die Stiftskirche hinsichtlich ihrer Orgeln eine große stilistische Vielfalt bietet und für mich Möglichkeiten bietet, mich unterschiedlich in verschiedenen Stilrichtungen zu betätigen. Darüber hinaus gibt mir das Stift auch die Möglichkeit, andere Projekte zu machen und zu verwirklichen. So mache ich in diesem Jahr zum Beispiel noch ein Konzert in Istanbul zusammen mit einem Trompeter, David Ottmar aus Budapest. Und wir werden auch gemeinsam im Rahmen des Orgelzykluses der Wiener Jeunesse im Radio Kulturhaus auftreten, worauf ich mich schon sehr freue.